Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von God of War. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, wir kommen gerade vom Rat der Walküren, haben drei der Helme dort schon auf die Throne gesetzt. Ist das der Plural von Thron? Throne? Ich glaube ja. Und ich habe mich dazu entschieden, jetzt einfach mal bei der Hauptstory weiterzumachen. Vielleicht finden wir dadurch ja noch ein paar Sammelgegenstände. Vielleicht kommen wir so auch endlich wieder zum Berg, der uns aktuell ja noch verwehrt bleibt. Mal gucken. Schon wieder! Es sieht aus wie der Jötunheimturm, aber nur ganz kurz. So, wir sollen ja... Gibt es eine Geschichte zu dem Riesen mit dem Feuerschwert? Sutter der Tapfere. Na klar! Wir haben so viel über Frostriesen geredet, da wird es langsam Zeit, dass wir zu dem feurigsten Riesen von allen kommen. Damals, als Ymir aus Ginnungagap hervorging, war es Sut, der ihm folgte. Er kam aus Muspelheim, der Feuerwelt, und brachte Wärme in den jungfräulichen Kosmos, indem er aus seiner urzeitlichen Flamme die Sonne schuf. Aber kommen wir jetzt zu dem Feuerschwert, ja? Surtr der Tapfere schmiedete sein Feuerschwert zu einem einzigen Zweck. Um Asgard niederzubrennen, wenn Ragnarök schließlich beginnt. Er ist dazu auserkoren, durch Thor oder Odin zu sterben. Doch dabei wird er den Schlag ausführen, der ihre Welt in Schutt und Asche legt. Und aus dieser Zerstörung kann die Welt neu geboren werden. Bis dahin wartet er in Muspelheim, schläft niemals, sondern wetzt seine Flammenklinge. Der tapfere, edelmütige Surtr, der weiß, dass ihn nichts als sein Ende erwartet. All das, weil er sich dazu entschied, einem großen Kreislauf zu dienen, so viel größer als er selbst. Wenn du wahrhaft deine Bestimmung akzeptierst und die erforderliche Geduld und Opferbereitschaft aufbringst, wird dein Tag kommen. Glaubst du, wir erleben das, wenn der Tag kommt? Ich hab genug Kriege zwischen den Göttern gesehen, aber du, kleiner Bruder, wer weiß. So, Sende erzählt. Gut. Können wir hier an Land gehen. Versuchen wir es nochmal. Ohne Unterbrechungen. Hä? Auf ein neues. Jawohl. Lies vor. Den Tod höchst selbst ich verschlinge, auf das ich wieder Leben bringe. Oh, das gefällt mir. Ob ich das wohl verfasst habe? Ist das dort die Antwort? Da steht Erde. Verschlingt den Tod, bringt wieder Leben. Ja. Willst du das dann nicht hier auch ins... Los. Jürt. Hätte ich in Alfheim gewusst, dass ich ein Gott bin, hätte ich mich nicht so schlecht dabei gefühlt, Alm zu töten. Eine sehr eigenwillige Schlussfolgerung. Du musst nichts bereuen. Die Alben haben sich uns aufgedrängt. Nein, ich verstehe es jetzt. Wir hatten Götter Dinge zu erledigen und dann kamen sie und haben uns in ihre kleinen Probleme reingezogen. Sollten wir das so im Raum stehen lassen? Ich meine, seit ich weiß, dass wir Götter sind, fühle ich mich so viel stärker. Vielleicht fühlst du dich gerade etwas zu gut. Macht stellt dich vor eine schwere Wahl, Kleiner. Du kannst entweder dir selbst dienen oder dich in den Dienst anderer stellen. Wie Tyr. Sie haben ihn geliebt, ha? Huh? Ja, ein Gott des Krieges. Doch einer, der für den Frieden kämpfte. Es hieß, er war heroisch und gerecht und setzte Macht und Wissen ein, um Kriege zu beenden, anstatt sie anzufangen. Also gibt es gute Götter.
Das soll alle paar Monde mal vorkommen, ja. Alle paar Monde. Hier werden Orte erwähnt, die ich nicht kenne. Offenbar ist Tyr gerne gereist. Tyr glaubte, dass der Verstand und nicht pure Macht Krieg und Chaos verhindern könnte. Und er wusste, dass ihm der Besuch anderer Kulturen eine Weitsicht gab, die er daheim nie erlangen würde. Odin häufte Wissen an und bewachte es eifersüchtig. Tyr hingegen war offen und teilte seine Lehren und seine Weisheit. Deshalb liebten die sterblichen Tiere und brachten ihm Geschenke aus der ganzen Welt. Und was ist mit Tyr passiert? Odin sah in ihm eine Bedrohung für seine Herrschaft. Er verdächtigte Tyr, mit den Riesen gemeinsame Sachen zu machen, anstatt zu helfen, ihre Geheimnisse für die Asen zu stehlen. Das hat er mir auch vorgeworfen, wobei er in Tyrs Fall recht hatte, glaube ich. Tyr hat den Riesen geholfen? Ich glaube schon, er fühlte sich verantwortlich für das Leid, das Odin über sie gebracht hatte. Ich vermute, er hat ihnen geholfen, ihre Spuren zu verwischen. Der fehlende Weltenturm. Genau. Was immer mit ihm geschehen ist, konnten die Riesen meiner Ansicht nach nur gemeinsam mit Tyrs Hilfe durchführen. So, die schwarze Rune finden. Bin ich mal gespannt. Wo ist diese schwarze Rune? Kopf. Keine Ahnung. Ich war noch nie. Der Stein! Das muss sie sein! Und wir betreten Tyrs Gruft. Ja, Tyrs Tempel, genau. Hier gibt es ja noch ein paar Sachen. War ja klar. Okay. Hattest du gedacht, es wäre so einfach? Nein. Ich hatte es aber gehofft. Und was jetzt? Jetzt müssen wir die Verteidigungsmechanismen hier deaktivieren. So stand es zumindest gerade in unseren Aufgaben. Bewegung, sonst verlierst du sie. Ich weiß ja noch gar nicht, wo die überhaupt hin soll. Das ist ja das Problem. Was steht hier? Gedanken sind schneller als der Wind. Probleme eher mit dem Kopf lösen als mit den Füßen. Ist mir nur recht. Runengruft-Hinweis. Gedanken sind schneller als der Wind. Hier stellt unseren Verstand auf die Probe. Weißt du, für jemand so beliebten war Tyr echt paranoid. Ja, dank Odin hatte er allen.
Ja, okay. Wir wissen, dass wir hier das rausziehen können, aber wir wissen noch nicht, wohin wir es dann setzen sollen. Matthäus, komm her. Was haben wir denn hier? Ah, Moment, müssen wir das hier drin sammeln? Kann das sein? Dass wir dadurch hier Türen öffnen? Was haben wir denn hier? Ah, ein Skiendu aus dem Hochland. Früher hatte ich selbst auch einen. Du solltest ihn nehmen, Junge. Ja, Junge, nimm ihn. Vielleicht müssen wir uns unterwegs mal Butter aufs Brot schmieren. Genau deshalb kann dich niemand leiden. Ja, warum nicht? Butter aufs Brot macht es auf jeden Fall leckerer. So, ich glaube, wir müssen das tatsächlich da hinter uns. Das ist aber nicht nett. Ach du Heiliger. Seht mal, schmale Durchgänge an den Seiten. Perfekt für den Jungen. Aber Vater kommt da nicht durch. Okay, ich komme klar. Gefunden. Genug jetzt damit. Vergiss nicht, warum wir hier sind. Mach ich nicht. Was war das jetzt? Noch ein Butterbrot?
Das stammt aus einem großen Wüstenland, sehr weit entfernt von hier. Leben dort Götter? Oh ja. Viele, viele Götter. Gut oder böse? So einfach ist das nicht, fürchte ich. Ja, kommen wir mal näher hier. Ach so, wir kommen auch so durch. So, das ist... Gruft so aufgeregt. Das ist jetzt nicht wichtig. Dir war es offenbar wichtig. Es war impulsiv. Schenke meinen Schwächen keine Beachtung. Wow, das wäre ja fast eine Entschuldigung. Du zerschlägst wohl einfach gerne Tonbahn. Von hier kamen wir. Wo ist denn jetzt das offene Tor? Da, genau. Oh, hier liegt noch was. Genau, logisch, hier müssen wir jetzt. Sollte sich der zweite Ring so verhalten wie der erste. Du musst nur die Winde einfangen. Da war ich ein bisschen zu spät dran. Jetzt muss ich warten. Weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Ja, wir sollen doch hier im Tempel noch ein paar Sachen finden. Hier muss doch noch irgendwo was rumliegen. Das ist doch dasselbe, wo wir eben durchgegangen sind, oder? Genau da müssen wir lang. Ach du Heiliger, ah okay.
Ich hab da so eine Vermutung, wo die anderen sein könnten. Was? Wir können hier nicht hinter? Ja, das war Absicht so getimt. Okay, nochmal neu. Mal gucken, wo er uns jetzt rausschmeißt. Achso, wir müssen das erst noch mal drehen hier. Hör zu, ich will von jetzt an die Wahrheit, ja? Egal, ob sie mich verletzt oder nicht. Ich will lernen. Nur weil du es hast, ein Gott zu sein, muss ich es nicht. Ah, falsche Waffen. Dürfte es doch klappen. Ja, da ist eine der Runen. Ja, wo waren wir die anderen? Seite könnte noch einer sein, ne? Oder können wir hier hochklettern jetzt? Ich verstehe das nicht. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch sowas hier. Nur, dass das da hoch und runter ging. Ja. Mehr schmalen Durchgänge. Ich weiß. Ich kann gar nicht hinsehen. Viel Glück. Und ich dachte, die Segen wären fies. Seht mal, das sind die Wolfriesen, Skull und Hatti. Ganz recht, die Bringer von Tag und Nacht. Wenn sie Sonne und Mond gefangen haben, beginnt Ragnarok, stimmt's? Hatte Tiere sie? Keine Ahnung, er mochte sie offenbar genug, um ihnen eine große Wand in seiner Gruft zu widmen. Das mit den Runen. Das mit den Schutzsiegeln für die Nonnen stört mich gerade noch. Gefällt es dir denn gar nicht, ein Gott zu sein? Auf einem Abenteuer an einem fantastischen Ort? Vielleicht wollte Mutter, dass wir etwas Spaß haben. Alles, was wir gesehen und getan haben, war vielleicht ihr Geschenk. Das Problem, das wir jetzt hier haben, ist, dass der Wind nach oben zeigt und sich auch nicht nach unten dreht, oder? Okay.
Deswegen haben wir ja auch die Kette nach oben. Nur das Problem ist, wohin dann damit? Die Windfalle. Hä? Du meinst die da, ne? Aber dann müssen wir, wenn wir die nehmen, schnell runterkommen. Und dann ist die Frage, wo? Oder... Vielleicht müssen wir es gar nicht speichern. Komm her. Ah, Moment, was ist denn, wie die wieder in den äußeren Ring packen? In den äußeren kommen wir doch. Raffiniert. Ja, genau. In den äußeren Ring kommen wir nämlich und dann können wir den. Ja, ja. Versuchen wir unser Glück. Jetzt muss ich nur noch mal den Raum finden. Ja. Geh näher ran. Der Runenstein, er kommt runter. Oh. Verschwinde von hier! Mir geht's gut! Wie kriegen wir dich da raus? Zugketten! An der Wand! Aber es gibt drei davon! Was soll ich tun? Atreus, konzentrier dich! Du kannst das! Bitte beeil dich! Ich weiß gar nicht, ob ich ihn finden kann! Los! Hatzi ist der Silber! Er jagt den Mond! Der goldene Skill verfolgt die Sonne! Damit Ragnarok eintritt, müssen sie sie fressen! Die Anordnung ist falsch! Gut, Junge! Mond nach links, Sonne nach rechts! Midgard in die Mitte. Aber welchen Hebel ziehen? Mitte, schnell! Wie war das jetzt? Links! Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es war, Leute. Der mittlere, mach schnell! Die Reihenfolge muss so sein. Links, Sonne rechts, Midgard. Der linke. Zieh den rechten! Die Mitte! Den rechten, Junge! Jetzt.
musst die Kette stoppen. Wie? Ich weiß es nicht. Mit dem Brotmesser. Oh, ich habe eine Idee. Ihr Messer? Es geht nicht anders. Ihr Messer. Ich weiß, aber es hat dich gerettet. Das war sehr schlau, Junge. Und wir müssen die Nornentruhe hier noch öffnen, die wir schon gefunden haben. Und wir haben eine von drei Wissensmarkierungen. Da ist er! Wir haben ihn! Junge. Tag deiner Geburt machte ich zwei Messer aus Metallen meiner Heimat und dieses Landes. Eins für mich selbst und wenn du soweit wärst, eins für dich. Heute ist dieser Tag. Bin ich jetzt ein Mann? Wie du? Nein. Wir sind keine Männer. Wir sind mehr als das. Die Verantwortung ist viel größer. Und du musst besser sein als ich. Verstehst du? Sag es. Ich bin besser. Die Macht dieser Waffe, jeder Waffe, kommt von hier. Im Zusammenspiel mit dem hier. Durch Disziplin. Die Selbstbeherrschung von dem, der sie trägt. Darin liegt die wahre Stärke eines jeden Kriegers. Vergiss das niemals. Also gut. Komm. Denn sie steht in legendärer Truhe. Nichts. Warte! Oh, guck mal hinter dich, Junge. Die Rune, hast du sie gesehen? Ja! Bist du sicher? Bin ich. Na gut, Ziel aufs Gesicht. Ach, das sind sogar zwei, ne? War der groß. Aber kein Gegner für Götter. Hab größere besiegt. Mickriger Troll. Ja, ich bin verkehrt herum. Wo lang geht's zur Sandschale? So, was haben wir jetzt hier alles?
schwerer Runenangriff endlich Tartarus Rage. Ein verheerender Schlag, der Gegner mit zwei Klingenhieben trifft. Sehr gut. Wir haben eine Chaosflamme. Damit können wir unsere Chaosklingen auf jeden Fall nochmal verbessern. Gehärteter Swatter beim Stahl. Hacksilber. Okay, wir haben da hinten eine legendäre Truhe. Okay. Seltener Klingenknauf, gewichtslose Griffe des Schutzes, moderate Bonusaktivierung, Chance auf eine Schutzbarriere, die Schaden durch gegnerische Angriffe verhindert, nachdem ein Gegner erfolgreich mit überschäumender Wut getroffen wurde. Okay. Schauen wir mal eben. Legendäre Truhe. Ist auch noch eine zweite da. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir diese blöde Nornentruhe öffnen. Gegner voraus! Na, kann ich dir irgendwie helfen? Da haben wir noch eine Runde. Ich habe gerade eine Vermutung. Mal, ob hier noch irgendwo eine ist. Auf. Truhe haben wir hier noch. War aber keine legendäre. Leute, wo ist das letzte Schutzsiegel?
ich guck noch mal von oben. Irgendwie glaube ich nicht, dass das hier oben ist. Sehr, sehr merkwürdig. Passt ja irgendwie alles nicht. Das muss schon unten irgendwo sein. Hier kommen wir wieder raus und Richtung Ziel. Leute, Leute, Leute. Ah, ich hab's gesehen. So. Okay, wo war jetzt die neue Truhe? Ah, das war dumm. Wohl kriegen wir hin. So. Symbol des Wahnsinns. So, immer noch fehlt eine legendäre Truhe und eine Wissensmarkierung. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal den Weg nach draußen folgen. Dann finden wir das schon, oder? Hoffentlich. Oder reißen wir jetzt den Kram wieder hoch, einfach nur? Hier. Wir sind fast am Ende. Setz dich. Limniovan. Von der Insel Limnos. Nahe meinem Geburtsort. Hm.
Alkohol an Kinder. Solange wie der da steht. Limnos. Aufs Ende einer Reise. Wirklich? Riecht wie faule Eier. Ist der noch gut? Vielleicht. Vater? Warum hast du deine Heimat verlassen? Wegen der anderen Götter dort? Ich meine, du hast die Götter so sehr. Aber Tyr zum Beispiel war gut. Und du bist gut. Du hast nur Böse getötet, stimmt's? Ja. Ah. Aber wer kann das schon beurteilen? Sei still. Wir können's. Wir wissen's besser. Aha. Klingst immer mehr wie dein alter Herr. Bereit? Bereit. Komm. Gott zu sein, wird mir gefallen. Wir gehen, wohin wir wollen, tun, was wir wollen, und jetzt besuchen wir die Riesen. Ja, nachdem wir die Weltenrune nach Jüttenheim gelernt haben, können wir nun zurück zum Tor auf dem Gipfel gehen und den magischen Meißel einsetzen. Diesmal stellt sich uns niemand in den Weg. Los! Sehr gut. Jetzt dürften wir auch wieder dahin kommen. Das heißt, wir müssten auch wieder durchs Vorland kommen, ne? Lauf, 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 Kratos, lauf! Dass ich ein Gott bin. Ich will sein Gesicht dabei sehen. Nein, ich habe dein Geheimnis womöglich zu lange bewahrt. Aber jetzt wirst du unser Geheimnis wahren. Ha. Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Ja, hier kamen wir zum Berg, ne? Gift ist gar nicht mehr hier. Warum verbergen, was wir sind? Geheimnisse sind Odins Art. Sollten wir nicht offen sein, wie Tyr? Tyr hat auch Geheimnisse. Aus gutem Grund. Um andere zu schützen. Es ist weiser, diskret zu sein. Deshalb muss man seine Freunde nicht anlügen. Oder die Familie. Ich bin sicher, Sindri versteht das und macht es ebenso, Kleiner. Keine Sorge. Aufgeregt, endlich das Land der Riesen zu sehen? Ja, aber traurig, dass die Reise bald endet. Oh, was, wenn wir in Jötunheim sind und keine Riesen vorfinden? Das kann uns egal sein. Der Wunsch deiner Mutter ist alles, was zählt. Ah! Oh, geht nicht weg. Ich bin gleich bei euch. Vater, darf ich sagen? Nein. Was denn? Hast du an diesem Rad geleckt?
Oh Gott, ich übergebe mich. Ernsthaft, mir kommt's... Vergiss es. Familiensache. Ich kann euch einiges über Familien erzählen. Lass mich raten. Dein Bruder hat überhaupt kein Talent. Und er kreiert nur Müll. Völlig korrekt. Soll heißen? Du redest von nichts anderem. Unaufhörlich. Tu was dagegen oder halt endlich die Klappe. Verstehe. Ja, wir haben genug von den kleinen Leuten mit kleinen Problemen. Oh oh, Atreus, krieg dich ein. Na gut. Das hat wehgetan. Sehen wir uns euer Zeug an. Dann können wir nämlich jetzt Chaosklingen und Klauenwurmverbesserung. Okay, Chaosklingen auf jeden Fall. Bup, bup, bup. Neue Fähigkeiten sind jetzt verfügbar. Da müssen wir nachher gleich mal gucken. Und für den Klauenbogen sind neue verfügbar. Wow, er lässt sich von mir helfen. Neue Fähigkeiten sind jetzt verfügbar. Okay. Was brauchst du noch? So, dann wollen wir uns mal die Fähigkeiten angucken, die wir jetzt hier haben. Halten Sie beim Ausweichen, um einen Sprungdrehangriff auszuführen. Drücken Sie beim Sprinten, um einen starken Kettenschlagangriff durchzuführen. Einen großen Umkreis anzugreifen. Halten Sie, nachdem Sie einen Gegner mit dem Speer des Chaos durchbohrt haben, die linke Maustaste gedrückt, um eine elementare Energiewelle der Kette entlang zu schicken, die den Gegner in die Luft schleudert. Das machen wir. Ich glaube, wir können eh alles belegen von unseren Erfahrungspunkten her. Erhöht das Ausmaß und den Schaden der Elementarwellenexplosion, schleudert alle in Reichweite stehenden Gegner in die Luft und verursacht dabei zusätzlichen Brandschaden. Halten Sie beim Zielen die rechte Maustaste gedrückt, um den Brandschaden aufzuladen, der beim Aufprall verursacht wird. So, und dann die Ausweichattacken, die belegen wir jetzt hier auch nochmal. Dass die Chaosklingen jetzt weitgehend auch aufgewertet sind. So, was kann der Junge denn jetzt? Lichtfallexplosionen fügen bei Treffern Betäubungsschaden zu. Und die Schockleiter kann jetzt eine noch größere Anzahl von Gegnern verkettet werden. Sehr schön. Auch hier Wächterschild hatten wir ja noch nicht. In Spartas Rage halten Sie die Numlock-Null-Taste gedrückt, um ein geladenes Stampfen auszuführen, das Gegner in der Nähe in die Luft schleudert. In Spartas Rage drücken Sie Ende, um einen großen Fels zu werfen, der beim Aufprall explodiert und immensen Schaden verursacht. Das könnte vielleicht... Naja, die Valkyrie wird weghüpfen. Na gut, wir haben also... Fernkampf, Nahkampf komplett aufgewertet, Schildkampf, Ragekampf. Jetzt fehlt nur noch für die Chaosklingen Nahkampf und Elementarkampf. Das müssen wir aber erstmal freischalten. Ja, und bei Atreus haben wir auch alles. So, wir haben ja jetzt genau Tartarus Rage. Die haben wir noch gar nicht ausgerüstet. Und vor allen Dingen auch noch nicht verbessert. Ja, Leute. Das wär's soweit. Und wir sind wieder im Vorland. Es gewittert. Aber genau hier wollte ich hin. Denn hier haben wir noch einmal eine verborgene Kammer.
Und hier haben wir noch eine Menge zu finden. Ja. Okay, aber das machen wir im nächsten Video, weil wir jetzt auch schon wieder eine Stunde zusammen haben. Und wenn wir den Berg erklimmen, dann können wir auch noch die letzte verbleibende Schatzkarte lösen. Denn das war ja unter dem Gesicht, wo wir den schwarzen Atem begegnet sind und erstmal das Licht von Elfheim holen mussten. Und genau da müsste in der Nähe der letzte Schatz sein. Ja gut, aber das alles machen wir dann im nächsten Video. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei der nächsten Episode zu God of War wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.